Willkommen zur ersten Folge von Laser League. Dieses Spiel ist ein kostenloses PS Plus Spiel für den Monat Oktober. Ich wollte gerade September sagen. Mit unter anderem auch Friday the 13th, aber das will ich gar nicht haben, das Spiel. Laser League hat mich schon immer so ein bisschen interessiert, weil es was anderes ist. Und bevor wir zu den Anpassungen kommen und alles mögliche, Tutorials habe ich alles schon gespielt, spielen wir einfach mal ein Online-Match. Und wir spielen erstmal ein Doppel. Oh, was gibt's denn hier noch alles als Spiel? Standard, Doppel, da gibt's ja noch so viele leere Felder. Kriegt man da neue Modi? Das wäre interessant. Wir spielen ein Doppel, damit es nicht ganz so hektisch für die erste Folge wird. Ab dann immer Standard. So, jetzt kommen wir zum Spiel an sich. Das zeige ich euch gleich. Wir haben erstmal eine Klasse, wir können Blade machen, tödlicher Schlitzangriff. Wir können AOE-Betäubungsangriff, den habe ich bisher immer gespielt. Fernteleportangriff, auch nicht schlecht. AOE-Knotenstil, okay. Oh, und es geht schon los, ich spiele mit Baidario Samo. Ich spiele aber erstmal den Schock mit Erweitern. Man kann noch eine... Okay, man kann da noch eine Modifikation hin klatschen, damit man den Angriff, den man hat, modifizieren kann. Ja? Das zeige ich euch gleich alles nach der Runde, damit ihr da nicht irgendwie überfordert seid. Man kann es so machen, dass die Betäubung zum Beispiel länger anhält oder dass der Angriff schneller lädt oder dass man nach einem Angriff schneller läuft und so. Das Spiel, da geht es darum, Laser einzunehmen. Es gibt weiße Laserfelder und wenn man darüber läuft, wird die zu der Farbe, in der man ist. In meinem Fall ist es, glaube ich, sogar blau. Also Lotus sind wir, Team Lotus. Und wenn die blau sind, können wir da durchlaufen. Und so, hier zeige ich euch längere Dauer der Fähigkeit, längere Betäubungsdauer, Temposchub bei aktiver Fähigkeit. Wir nehmen aber die längere Dauer der Fähigkeit. Zack, ich bin bereit. Und Ziel ist es, mit den feindlichen Lasern die anderen zu bekämpfen. Die haben jetzt zum Beispiel einen, beide Snipe. Okay. Ach, das ist eine AI. Ah, okay, das ist kein... Die sind wohl rausgegangen, die Leute. So, ich spiele immer noch mit ihm zusammen. Er ist der Thief. So, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das funktioniert. Man läuft hier rüber, zack. Da kann man die Dinger hier abschießen. So, den kann man wiederbeleben, den Kollegen hier. Mann, was machst du denn, Kumpel? So. Ach, shit. Nein, Junge. Beleb mich doch wieder, ey. So, ich bin der, wo die 1 drüber steht. Zack, zack. Den muss ich erstmal wiederbeleben, weil der nichts kann irgendwie. Habe ich das Gefühl. Man kann ja auch durch die Wand laufen. Zack. Den betäuben und... Was? Nein! Oh, du Sau. Ach, jetzt ist der auch gestorben. Ach. So dumm, ey. Ganz ehrlich, Junge. Der ist jetzt betäubt, aber es hat nichts gebracht. Ja, das war wohl leider daneben, mein Freund. Warum läuft er denn dagegen? Wie kann man denn so blöde sein? Ey, wenn der mich jetzt nicht wiederbelebt, ne? Dankeschön. Oh, fuck. Den habe ich nicht kommen sehen. Einen habe ich gekillt. Ja, danke, danke, danke. Oh. Schnell weg, schnell weg. Oh Gott. Nein. Ach, verdammt. Boah, die haben alles eingenommen gehabt. Ey, fuck. Aber die haben nur eine Runde gewonnen. Man muss nämlich zwei Runden gewinnen. Tödlicher Schlitzangriff. Was macht denn das?
Nicht tödliches Tackling. Ich nehme mal das. Schnelle Fähigkeitenaufladung. Ja, mache ich mal. Ich will mal gucken, was Blade ist. Ich kenne nur Schock. Ich habe noch keine andere Fähigkeit gespielt. Und wir haben wohl beide die Jägerklasse drin. Oh, das macht es. Oh. Nein, oh, er hat's geschafft. Easy peasy. Ach, come on. Ja, beleb mich wieder. Danke. What? Oh, er hat den... Was macht denn dieser Schlitzangriff? Okay, also man boostet sich dann auch nach vorne. Oh, er hat beide geholt. Ach, der Schlitzangriff, der tötet sofort. Ah. Gut, die haben ja auch gesagt, tödlicher Schlitzangriff. Klar. Macht Sinn. Scheiße. Nicht getroffen. Ne, warte mal, ich will mal hier rüber. Shit! Danke. Schnell weg hier. Oh! Wow! Shit. Ich rette dich. Okay, die haben alles auf ihrer Seite. Das ist nicht gut. Oh! Nein! Nein! Okay, das war ziemlich dumm von mir. Ich wollte gar nicht gegen die Wand laufen. Ich wollte auf die andere Seite, um meinen Kumpel wieder zu beleben. Also das kann keine KI sein. Das ist aber eine KI. Das ist ja aber ziemlich stark. Du musst sie genau treffen, ne? Oh, shit. Ah, ich habe ihn auch wiederbelebt. Komm. Danke. Ah, fuck you, ey. Nein! Oh, er hat's geschafft. Jawohl. Einer ist tot von denen. Ja, beide. Was? Einer hat schon wieder überlebt, ey. Jetzt haben schon wieder beide überlebt. Nee, fuck. So, fuck you all, ey. Da habe ich meinen Boost genutzt für den Schlitzangriff, um den schneller zu aktivieren. Alter, das ist schon echt intens, das Spiel, muss man mal sagen. Es macht sehr viel Bock. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber es macht ultra viel Spaß. What? Hat er nicht gemacht? Oh mein Gott, wie schnell war er denn jetzt? Okay, ich glaube, eine dritte Runde gibt es dann gar nicht, weil die haben zwei gewonnen. Ja, Win-Match, ja. Ach, kacke, wir wurden aber nicht gut, ey. Also ich nicht. Aber ich war der Drittbeste anscheinend.
Ah, okay, das sind also, sind das tägliche Missionen? Ne, Meisterschaftsrang für Schock. Und für Blade. Okay, Schlitz, ja, ich habe keinen geschlitzt. Ich finde den Schlitz, den Blade finde ich cool. Oh, neues Porträt, das sieht cool aus. Und ein neues Lasermuster, what? Was habe ich da bekommen? Lasermuster? Ich mach kurz zurück. Dann zeige ich euch nämlich jetzt mal den Rest des Spiels. Die Anpassungsmöglichkeiten. So, wir haben jetzt ein Emoji, einen neuen. Wir können ja jetzt hier ein... Ja, die sind sowieso doof. Nehmen wir mal hier Faust. Das ist für... Keine Ahnung. Nutzt man eh nicht. Und Laser. Ach, dann hat das so ein unterschiedliches Muster oder wie? Oh, das ist ja cool. Das gefällt mir. Und ein neues Porträt haben wir auch. Aber wir sind ja keine Frau. Wir sind ja ein Kerl. Deswegen habe ich das Porträt hier. Lasermuster. Ja, dann gibt es auch Kits. Dann kann man hier unterschiedliche Kits für unterschiedliche Typen benutzen. Auch ziemlich cool auf jeden Fall. Zusatzinhalt. Was gibt DLCs? Wofür gibt es denn DLCs? Das möchte ich mal ganz kurz gucken. New Motion. Okay, wusste ich nicht. Vielleicht hole ich mir ja sogar für 2 Euro das DLC. Das ist ja nicht teuer. Und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ja, das ist natürlich auch geil. Aber ihr habt eine Runde gesehen. Also gestern hatte ich gewonnen mit den einen Random. Und jetzt haben die mal gewonnen. Ja, schade, dass die Online-Karten wechseln wöchentlich. Ach, guck einer an. Und im Lokalmatch sind jede... Jetzt kann ich hier nicht, warte mal. Machen wir es mal so. Nee, es funktioniert nicht. Ach, ich würde dann gerne die Maps zeigen. Es gibt also wöchentlich andere Maps. Ah, okay, cool. Wusste ich auch noch nicht. Das stand da. Ah, ich kann gucken. Gucken wir uns was mal an. Stadion. Das Genghao Megaplex Stadion ist nämlich das, was wir jetzt immer haben. Und da sind auch die Muster. Crusher, Warzone. Warzone ist das, was wir haben. Guckt euch mal die Muster an. Crossfire. Oder sind das alles, Also Warzone? Kennen wir. Das ist dies mit den 2 Strichen in der Mitte. Ah, dann gibt es da noch unterschiedliche Maps oder was? Hier treten die Sparks gegen Nitrous, Cobras gegen Falcons, Orcas gegen Rays, Bossa gegen Samba, Neon gegen Xenon. Ah. Oh, guckt euch mal Matchstick da unten an. Oder Jennifer. Oder Jennifer halt. Interessant, also es gibt für jedes Stadion noch unterschiedliche Map-Arten. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Ah doch, das ist... Ah ja, genau. Das finde ich ja mega cool. Okay, wusste ich noch nicht. Geile Sache. Ich glaube, ich gucke mich mal dann in die Warzone-Map. Die kann ich ja mittlerweile eigentlich relativ gut. Aber mal gucken, was dann nächste Woche für eine Map kommt. Ich bin gespannt. Soll ich Laser League als Projekt behalten? Oder eher nicht? Ich würde es jetzt erstmal ein bisschen machen, weil ich habe jetzt keinerlei Spiel, was ich spiele. Rainbow werde ich beenden, glaube ich. Also habe ich ja schon gesagt, die zweite Season ist sowieso dann vorbei. Und ansonsten habe ich noch Pip. Und das war's, glaube ich, sogar. Ich habe kein richtiges Battlespiel momentan. Deswegen vielleicht, ne, Laser League wäre ein Battle-Ersatz, bevor dann sowas wie Gran Turismo Sport losgeht. Gut, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Laser League. Haut rein! Und vielleicht bin ich bis dahin schon Level 2. Ciao.